Was möchtest du heute ändern? Wow. Oh, das ist big question. Was hat es mit deinem Juno auf sich? Und wer hat dir den Namen gegeben und warum? Also es hätte eigentlich, weil mein Vater an die Vereinten Nationen, United Nations, geglaubt hat, an die Kraft, die diese Organisation hat. Da hat er eben wollen, dass ich UNO heiße, United Nations Organization, aber auch die Ziffer sozusagen die erste, UNO. Und das war damals nicht möglich. Du konntest nicht solche Namen geben, einfach wie heutzutage. Und dann hat er gesagt, na gut, aber eine Göttin, das muss es sein können. Gesagt, Juno. Und so kam es dazu. Und im Hintergrund aber war United Nations Organizations. Kannst du mir die Geschichte unserer Familie erzählen? Habe ich dazu einen Tag? Okay. Mein Vater, dein Großvater, hat angefangen in der Bank zu arbeiten, aber das war so nicht sein Ding. Dann hat er. Wann? Das war in den 30er Jahren. Dann hat er Medizin studieren wollen. Hat er 2 Semester geschafft, aber es kam dann schon die. In Prag oder in Wien? In Prag, an der Prager Universität. Aber es kamen dann schon irgendwie so diese Anfänge der Kriegswirren. Und da ist er dann nach Wien gegangen. Und von Wien über Schweden, über verschiedene Länder, bis über Moskau auch, und dann nach Amerika. Und als er in Amerika war, da ist auch für mich so diese andere Sache, die mich natürlich, wie du gesagt hast, auch jetzt mit diesem Projekt berührt, das ich gerade mache und gleichzeitig, dass ich so oder so berührend finde, also dass er zum einen so diesen, dass er anderen Leuten, die flüchten mussten, geholfen hat, rüberzukommen in New York. Dieser Teil wurde von einer Organisation, um österreichischen Flüchtlingen zu helfen. Aber das, wofür er für mich ein Held ist, und vielleicht daher für dich, dass er einfach als diese Einzelperson versucht hat, sein Möglichstes zu tun, um Menschen zu helfen oder politisch was zu verändern, dann war er immer drin verwoben. Immer, immer, immer helfend und bei uns also Flüchtlinge aufgenommen in der Wohnung, alles teilend. Hast du das Gefühl, dass das mit ihm aufgehört hat? Hast du das Gefühl, dass dieses... Naja, es war dann auch irgendwie das Ende dieser innereuropäischen Krisen, obwohl durch den Ukraine-Krieg... Was auf einmal passiert, etwas in der Ukraine. Und ich fühle mich so, als müsste ich etwas tun. Leute in der Ukraine ein... Und sofort machen wir unsere Türen auf. Es marschieren Leute in Afghanistan, Irak, Syrien und so weiter ein oder Kriege brechen aus, egal aus welchen Gründen oder natürliche Desaster. Aber wir machen unsere Türen nicht auf. Ich sag nur, es gibt doch ein größeres Bild der Menschheit, das wir noch nicht ganz annehmen. Und dadurch war ja die Arbeit von Organisationen, die sich einsetzen für Flüchtlinge, auch die in Hoher See die Flüchtlinge aus dem Wasser gerettet haben, so wahnsinnig wichtig, da Gegenstimmen zu bringen und zu sagen, hey Leute, aber es sind Menschen und es sind Menschen auf der Flucht und jeder Flüchtling hat ein Recht, aufgenommen zu werden. Ja? Kannst du mir von deinem Projekt Transatlantic erzählen? Was ist die Geschichte? Ich darf leider nicht wirklich was darüber sagen. Ich darf nur sagen, dass es um die Zeit vom Emergency Rescue Committee geht, das gegründet wurde von Varian Fry, ein Mann. Sorry, irgendwie berührt mich das alles auf einmal sehr. Berührt es dich, weil es auch auf eine Art und Weise ein Konnex ist zu den ewigen Problematiken von Flucht, flüchten müssen? Das ist das, was dich so bewegt.
Es gibt viele Sachen, die mich bewegen. Ja, aber Varian Fry hat Menschen gesehen. Ja. Und Varian Fry hat deswegen gesagt, ich muss dahin und ich muss irgendwie helfen. Also ich meine, da ist ja eine Frage, warum ist die Botschaft von Transatlantik heute wichtig? Aber ich glaube, weil es konstant passiert. So ist das, genau. Und es geht einfach um Menschenleben. Ja. Warum müssen eine Vielzahl von Stimmen und Geschichten in der Kunst zu sehen sein? Wenn Kunst nicht von allen Menschen für alle Menschen gemacht wird oder gemacht werden darf, dann ist Kunst nicht für Menschen. Dann wird Kunst ein Produkt der Trennung. Wir sehen diese Trennung. Geschrieben und gemacht werden. Und die Änderung ist schön. Dass Kunst eben für alle gemacht wird. Ich werde versuchen, das hier zu sagen. Und dann mache ich eine Pause. Okay. Nina Simone hat gesagt, als sie gefragt wurde, irgendwie so, wofür machen Sie das? Sie hat gesagt, something along the lines. Weil wenn ich hier bin, ja, dann wisst ihr, dass ihr nicht alleine seid. Was ist das Verrückteste, was Jada je getan hat? Oh Mann, da waren viele. Aber so, das, was mir am meisten mal gefallen hat, das war ein 1. Mai. Und da hat er irgendein Auto gehabt, so aus zweiter Hand gekauft, so einen uralten Oldsmobile. Und der war offen. Und er hat das ganze Auto mit allen Fahnen der Welt behangen, so rundherum. Und mit dem sind wir dann durch die Stadt gefahren. Und das hat mir sehr gefallen. Aber das finde ich schon spannend. Wie prägt unsere Familiengeschichte dich besonders in schwieriger Zeit? Oder nehmen wir die Familiengeschichte als solches und du und ich drin? Dass man einfach nie aufgibt, dass man immer das Positive sieht, dass man immer das Gute in Menschen sieht, auch in denen, die man sozusagen als böse bezeichnet, versucht, bei denen durchzudringen, durch diesen Stahl, durch dieses Stahlgerüst, das die oft um sich haben, irgendwie das Menschsein suchend und da einfach nicht aufgeben. Was ist deine Lieblingseigenschaft von mir? Everything, darling, you're perfect. Okay. Du siehst das Leben immer mit einer bestimmten Leichtigkeit. Du siehst eine Situation, es passiert scheiße und dann gehst du damit einfach um. Und dann lachst du darüber. Du sendest, wenn sich dann negative Energie aufbaut, es nie an Leute auf einer persönlichen Art und Weise. Es äußert sich dann eher in einer Panikattacke über die ganze Welt. So, es ist dann eher so, what is all of this? Aber es ist nie eine Beleidigung einer anderen Person. Ich glaube, du hast noch nie in meinem Leben, außer Politiker, die auf eine bestimmte Art und Weise gegen Menschenrechte agieren, beleidigt. Und was schätzt du besonders an mir? Den Tiefgang, den unglaublichen Tiefgang, den du hast. Zeigen von Vulnerabilität, Empfindsamkeit, auf Menschen eingehen, zuhören. Das sind für mich irrsinnig wertvolle Sachen. Unter dem Slogan, wir bringen mehr als wir besitzen, werden wir laut zum Flüchtlingstag. Was bedeutet das für dich? Menschen, die wo ankommen, wo sie nicht zu Hause sind, brauchen die Möglichkeiten, dort eine Existenz kreieren zu können, damit sie Teil der Gesellschaft werden können, falls sie das wollen, egal auf kurze oder lange Zeit, und dadurch der Gesellschaft genauso Bereicherung bringen, wie die Gesellschaft ihnen. Und diese Möglichkeit ist viel größer als das Wort Flüchtling und als das Wort, ich brauche deine Hilfe, ja? Sondern diese Menschen können uns helfen, Sachen zu machen und wissen in vielen Momenten auch mehr als wir über bestimmte Dinge. Das eigene Leben, die Lebenserfahrung bringt, das eigene Know-how, die Geschichte der eigenen Nation und das eine Bereicherung ist. Na klar. Wofür bist du heute dankbar? Oh.
Ich bin heute dafür dankbar, dass ich erstmal hier sein darf. Ich bin dankbar dafür, dass wir zusammen hier sind. Ich bin dankbar dafür, dass es fühlt sich fast an, dass ich diesen Moment mit dir teilen darf, dass du in eine Welt kommst, die ich oft erlebe, im Sinne von vor der Kamera zu sein. Okay.